Wuppertal ist eine wunderschöne Stadt. Ich kenne ihn schon seit über 40 Jahren. Ich habe hier viele Freunde kennengelernt. Freunde, die ich heute noch habe, die ich vor weit über 40 Jahren schon kennengelernt habe. Und die stehen mir immer noch sehr, sehr freundschaftlich dabei. Auch in schlechten Zeiten. Das ist Wuppertal, beziehungsweise es sind die Wuppertaler, die mich hier immer schon faszinierten. Wuppertal hat eine unheimlich schöne Kultur, hat sehr viel Kultur und vor allen Dingen hat Wuppertal auch viele kleine, schöne, versteckte Ecken. So eine wie diese jetzt hier, wo wir gerade uns befinden, kann man nur sagen, unterstützen. Wuppertal, Unterbarmen ist ja nicht immer gerade besonders im kulturellen Prozess so ganz nach vorne, sondern immer mehr nach Barmen und nach Elberfeld so irgendwie in Vergessenheit geraten. Aber hier in dieser kleinen Szene, wo wir jetzt gerade hier sind, das ist die alte Schlosserei, befindet sich ja so ein kleines Stückchen Kultur, das in Bewegung gekommen ist. Für die Zukunft hoffe ich doch auch Gesamt-Wuppertal unterstützt. Eine schöne Maßnahme hier, muss man dem Helmut Unruh und seinen Leuten nochmal Danke sagen und unterstützen für die Zukunft, dass das weiterhin von Erfolg gekrönt sein wird. Und ich bin ja eigentlich kein Wuppertaler, mehr oder weniger aus der Nachbarschaft, nicht ganz so weit weg, Solingen. Solingen ist ja, gehört ja auch zu unserem bergischen Kreis, aber alle, die ich kenne, die in Solingen leben, noch immer in Solingen oder auch in Remscheid, gibt natürlich auch Remscheid und Solingen-Fans, soll auch so sein. Aber schwören immer darauf, dass in Wuppertal eigentlich immer viel mehr los ist, viel mehr im gesamtkulturellen und auch gesellschaftlichen Rahmen viel mehr Angebote da sind. Und kann ich einfach nur bestätigen. Ich war kurz davor, jetzt auch zuletzt noch in meinem eigenen Lebenswandel wieder zurück nach Solingen zu kehren. Aber ich habe Gott sei Dank die Reißleine gezogen. Bleib in Wuppertal. Wuppertal ist für mich einfach eine geile Stadt. Ja, auch wenn die Schwebebahn des Öfteren nicht fährt, okay, das ist vielleicht auch der heutigen Zeit geschuldet. Man könnte jetzt sagen, früher war alles besser. Ja, aber ich hoffe, dass es jetzt in Zukunft auch besser sein wird und wir die Schwebebahn auch mit Erfolg weiterhin auch nutzen können. Ansonsten klappt es ja auch mit dem Ersatzverkehr. Der stört natürlich so ein bisschen auf der B7. Als den gesamten Verkehr. Die Schwebebahn ist einfach ein geiles Instrument, wo wir hoffen, dass es in Zukunft auch so sein wird. Und die nächsten 100 Jahre vor allem. Ja. Zuletzt war sie ja 100 Jahre Erfolg gekrönt und dann die nächsten 100 Jahre auch mit unserem heutigen technischen Know-how das hinkriegen. Die Schwebebahn ist natürlich die berühmteste Attraktion weltweit von unserer Stadt, aber das ist nicht alles. Viele kennen auch noch viele andere Sachen, kulturell gesehen sowieso. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber alle Wuppertaler, glaube ich, sind auch von unserer Kultur hier mehr oder weniger gefloatet, kann man so sagen. Einmal in Wuppertal ein paar Jahre gelebt zu haben, glaube ich, erkennt man auch die Qualitäten dieser Stadt. Und Wuppertal ist unheimlich breit aufgestellt und in vielen Dingen, ohne dass ich jetzt sagen wir mal ins Detail gehe, aber wer einmal hier ein paar Jahre nur längere Zeit gelebt hat, weiß, worüber ich spreche.